Kevin, du darfst jetzt keine Angst haben. Du musst jetzt auf die krasseste Einstellung gehen. Leider-Einstellung. Die Leider-Einstellung. Und das Ding so rausziehen, dass du zwei Leute da drüber stellen kannst. Und genauso durft das mal. So muss das aussehen. Mal gepasst, also Plug and Play gefühlt, ne? Wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall, ja, weit so gut. Einzigste schlechte Nachricht, ja, unser Neider-Auspuff, ja, Wutsch angehalten, war zu laut, ist nicht schlimm, haben wir jetzt einen neuen bestellt, ne? Ich meine, Herr Officer meinte, kaufen Sie bitte den Originalen, und ich habe mir nur so gedacht, Alter, wenn du nicht messen kannst. Was ist da dran? Ein Mängelbericht vom N202 oder was? Auspuff zu laut. Soll ich mal da drauf drücken oder was? Drück doch mal drauf. Babam, in den Hof rennen. Da fliegt der Putz von der Ortschaft runter. Dann kaufe ich direkt nochmal einen Sportauspuff. Ist mir egal, ja, keine Ahnung. Mittlerweile ist es halt hier in Trier so, die können ja schon anhand der Abgase riechen, ob ein Auto gechiptuned ist. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Was da angeht, rege ich mich dann natürlich immer auf. Aber okay, komm, ich habe gesagt, kaufe ich mal einen Originalen drauf. Dann kaufen wir einen neuen. Nicht viel diskutieren. Scheiß drauf. Jetzt geht's endlich mal weiter hier. Ihr seht da hinten bei unserer kleinen Mercedes-Ersatzteil-Army seht ihr auf jeden Fall unsere Bodykit-Teile, die jetzt mal endlich draufkommen. Wir hatten jetzt so angepeilt, das ganze Auto umzubauen, circa Anfang, Mitte März. Ja. Die einzigste Vorbereitung, die wir jetzt noch treffen müssen, wäre halt die Kotflügelbürtel. Denn ich habe neue Felgen. Die alten habt ihr, glaube ich, auf Instagram gesehen, hat Markus von mir bekommen, die 18 Zoller. Ich habe mir jetzt neue für den Sommer geholt, auch so wie ich gesagt habe, Oldschool-Felgen, 17 Zoll. Also genau, einfach mal nochmal ein bisschen weiter runterkommen. Ja, wir haben 9J-Felgen, ich würde sagen, 9J ist die Felgenbreite, Mannys, das ist da Bescheid. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rüber. Hier haben wir auf jeden Fall noch 4 Felgen stehen, nochmal ein bisschen Kooperation Moskau Shisha Shop. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken, Link ist in der Videobeschreibung. Da bauen wir jetzt Felgen-Shishas, seht ihr aber nochmal im separaten Video. Jetzt würde ich sagen, kommen wir erstmal zu den Sommerfelgen. Ja, RH-Felgen, 9J, ja, Vorderachse. Wir hatten die Dinger schon so grob draufgesteckt, damit quasi die Felge selber nicht hier quasi am Rand am Querlenker bei uns schleift, müssen wir auf jeden Fall ca. 1 cm bis 2 cm Spurplatten fahren. Originale H&R Spurplatten für Mercedes haben wir auch hier, dementsprechend aber nur 2, denn ich war überlegen, dass ich vorne 2 cm fahre. Und hinten dann 4. Ja, aber bei dem Modell, wie gesagt, fast bei allen Autos hast du hinten immer ein bisschen mehr Platz. Deswegen, auf jeden Fall habe ich dann dementsprechend, weil da denke ich mal schon alles sehr eng wird, habe ich auf jeden Fall hier auch Reifenbreite so dünn geholt, wie geht. Man könnte die natürlich noch mehr stretchen. Wir haben jetzt hier einen 225er 45 R17 Reifen. Ist auf jeden Fall laut Felgengutachten in Ordnung. Und hinten auf der Hinterachse fahren wir. Auf der Hinterachse fahren wir dann einen etwas breiteren Reifen. Ich glaube, war 200. 45 ist es. 45, gell? Ja. Genau. So, sind aber alle 4 9J-Felgen. Gell? Also gut, man hätte natürlich vorne noch dünnere Felgen holen können. Aber okay, wir hatten die jetzt so bekommen. Soweit, so gut. Mit dem roten da, das ist eher relativ hell, weiß ich noch nicht. Vielleicht lasse ich dann da mal die Grenze vielleicht noch weiß oder so lackieren. Müssen wir mal gucken. Soweit, so gut. Ich habe Auto jetzt hochgehoben zum Gürteln von den Kotflügeln her. Gut, ich denke mal, das sowieso. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die Folie jetzt hier reißt oder nicht. Gürteln, muss ich ehrlich sagen, habe ich schon nie gemacht. Ich habe jetzt auch mal so grob ein Video angeguckt, aber bei mir ist das wirklich so oldschool. Du guckst ein YouTube-Video, denkst dir so, okay, der gürtelt jetzt seine Kurve, ich mache das genauso wie der, egal, ist halt immer so der Klassiker. Aber wenn du es selber machst, Digga, dann geht gefühlt alles schief. Ich bin kein Karosseriebauer, aber ich gehe das jetzt mal an. Was auf jeden Fall bei jedem Kotflügel sein wird, also das hier werden wir definitiv nochmal neu folieren müssen, es ist so, man kann die ein bisschen gürteln, ja klar, aber ab einem gewissen Grad oder Dicke vom Blech, soweit ich mich schlau gemacht habe, reißt der Lack. Klar, wenn wir jetzt Lackierer oder so einen Kram haben, könnt ihr gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben. Aber das ist eigentlich relativ logisch, der Lack ist hart drauf, das Blech biegen wir jetzt und dann kann schon sein, dass der Lack reißt. Wie krass der reißt, weiß ich nicht, weil hier ist eh Folie drunter, dementsprechend wäre es jetzt noch egal. Gut, rostmäßig hat sich nichts angesetzt. Hier hinter haben wir natürlich jetzt alles Pliko Blanco sauber gemacht. Ja, gehen wir mal zum Gürtelgerät selber.
So, Markus, was sagst du zu dem schönen Teil? Ich bin sehr begeistert, ja. Weil ich habe probiert, mein Auto zu bürgeln und habe einfach Rohr hinüber geballert und habe mein Auto 5 Mal hin und her geschoben. Das war keine so gute Idee. Ja, deswegen bin ich schon froh, dass der Kevin sich jetzt mal überlegt hat, tatsächlich so ein Teil anzuschaffen. Ja, außerdem, Preis-Leistung, also mein Gott, was kostet das Ding? Halt 70 Euro oder so. Ja. Haben wir auf Amazon bestellt, 70 Euro, das ist jetzt kein Weltuntergang. Gell? Außerdem, denke ich mal, werden wir den hier noch öfter benutzen, wenn dann auch öfter hält, ne? Man weiß es ja nicht. Ja, an sich ist es ja nicht viel, ne? Wir haben hier unsere erstmal 1000 Rollen, die auseinanderfallen, auch gut. Der Gute ist, man kann das Video auf jeden Fall schon mal 5 Minuten gelenkt, wenn wir den Scheiß nur zusammenbauen. Aber ja, auf jeden Fall, hier haben wir unsere Klassikerrolle. Wir haben Kanten im Kotflügel. Kanten, die müssen wir quasi erstmal an den Kotflügel kriegen. Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Manche klopfen die Kanten dran flach. Hinten haben wir überhaupt nichts, aber vorne zumindest, das heißt, die Kanten umschlagen. Aber ich habe auch gesehen, viele gehen mit dem Bürdelgerät hin und drücken die einfach dran. Denke ich mal, ist auch am sinnvollsten. Dann unsere universale Spurplatte gefühlt, ne? Die dann hinten verschraubt wird. Unser, das heißt, Wagenheber-Element, aber schon so ungefähr. Können wir dann halt hier verstellen mit Verschraubungen. Ja, das wird an die Radnabe festgemacht. Ist eigentlich gebaut wie ein Wagenheber. Ja, kann man dann dementsprechend immer höher drehen und immer mehr an den Kotflügel alles drücken. Ja, das ich würde sagen, für eine absolute Breitbaum, Alter. Also, wie das ja, ich sag mal so, es wird halt schon so kommen, wenn jetzt natürlich durch meine Wunsch 2 cm an der Vorderachse, ich weiß nicht, wie viel wir insgesamt holen können, vielleicht schon mal nur 1 cm, müssen wir gleich mal gucken. Weil wenn natürlich nichts geht, dann käme nach Kotflügelbürteln einfach ziehen. Kotflügel rausflexen, Verbreiterung dran und dann geht ab. Oh, da drauf wird schon Bock. Problem ist, für unser Auto ist natürlich wieder gefühlt nichts da. Aber falls Leute, natürlich Abonnenten oder so, Bescheid wissen und sagen, ey, guck mal hier, für euren W202 gibt es sowas, dann haut die Website gerne mal rein. Das ist jetzt die letzte Vorbereitung, die wir treffen. Danach bauen wir das Ding komplett um. Wir haben uns auch eine Drohne gekauft, damit wir mal richtige Carpons drehen können. Inklusive fahren wir mal nach Hamburg hoch. Da gibt es jemanden, der hat sich so ein bisschen darauf spezialisiert, andere Motorisierungen da reinzubauen. Falls ihr noch Leute kennt, damit wir mal so eine kleine Community zusammenkriegen, könnt ihr gerne das Video teilen. Auf jeden Fall wollen wir da noch den anderen Motor reinbauen. Ja, nichtsdestotrotz, ich baue das Ding halt jetzt mal zusammen. Denk mal, das sind 3 Schrauben zusammen, zack, 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 da dran gemacht und da geht das hin und her gerödelt, bis die Kiste sich bewegt. Ja, bis die Kiste sich bewegt. Natürlich noch die Kotflügel warm machen, ist auch sehr wichtig. Das ist immer mein Problem, dass ich nicht warten kann. Ich habe für so weit kein Geduld. Aber ich habe mir gedacht, komm, du baust am besten wirklich im Sommer das Ganze oder Anfang Sommer das Bodykit da drauf, das ist immer am besten. Im Winter mit der Kälte und hier und da. Das Zeug wird ja halt sowieso meistens nur geklebt. Daher kriegen wir da auch noch Buddel. Das sieht professionell aus. Aber soll ich da mal was sagen? Jetzt ernst. Der Tod von der Rolle passt gut zu deinem Auto, lass die Scheiße doch so krass. Ja. Ja, gut, aber nicht viel, ne? Gut. Wie nicht viel? Ja. Wenn ich dir die da einstelle, mein Freundchen, hast du eine Kotflügel hier vorne an der Seitewand hängen. Ja, dann zieht echt, also dann begeistert mich jetzt schon. Oh, der macht jetzt unsere Heizung aus. Aber das muss man, sonst hört er ja nur unser Rauschen. Ja. Unser Wasserfall. Guckt euch das mal an hier, ohne Quatsch jetzt. Warte. Ist das nicht geil? Das ist ein Pornogerät. Ich find das mega, das da. So, jetzt muss ich. Und wenn das da mit dem Kotflügel klappt, ich habe ja gerade im Moment Bandscheibenvorfall, da kann er mir auch direkt einmal über der Rücke rollen. Oh, jetzt. Wir filmen das hier jetzt einmal so, um zu gucken, ob das überhaupt was wird. Wir sind jetzt absolut keine Profis, haben das noch nie gemacht. Generell sind wir keine Profis, wir sind ja so Customs, ne? So. Ja, Customs. Man muss halt einfach mal gucken, was passiert. Man muss einfach immer gucken, was passiert. Und dann muss man aus dem, was passiert ist, das Beste machen und meistens ist das besser, wie das, was die anderen machen. So. Kevin, du darfst jetzt keine Angst haben. Du musst jetzt auf die krasseste Einstellung gehen von dem Gerät da. Auf die Neider-Einstellung und das Ding so rausziehen, dass du 2 Leute darunter stellen kannst. das wäre einwandfrei. Da lässt es sich auch besser an die Bremse schaffen. Wie geht das überhaupt, dass das Ding sich hin und her bewegt? Also jetzt mal. Wieso, da habe ich schon mein Rad gehabt.
Da geht dann einen dritten Gang reingefeuert, Digga, Kupplung Flaschen gelassen. Dann ist das Ding gewürtelt, Alter, mit der Stoßstange und mit dem Schweller. Fällt schon aus Ende, Digga. Ah, nee. Warte, jetzt muss ich erstmal hier selber. Also eigentlich drehst du das Ding hier so rein. So. Was passiert, wenn du das ganz rein drehst? Einfach mal weiter drehst, es geht immer mehr nach hinten. Wenn das weiter nach hinten geht, ist das doch eigentlich komplett falsch aufgebaut. Das heißt, du müsstest das Teil hier rausholen und mal drehen. Du musst das Teil einfach nur drehen. Ah ne, dann hast du die Rolle falsch drauf. Und dann? Wir gehen nochmal auf unsere alte, gute Bedienungsanleitung. So, wir schwenken nochmal. Meine Damen und Herren, es hat also erster Versuch war nix. War jetzt ja, mal nix. Hab ich meinen Namen wieder alle Ehre gemacht. Jetzt. Und das sieht so schön eigentlich aus, wenn das zusammengebaut ist. Das bringt uns aber mal gerade nicht weiter. Ich höre jeden anderen, der das Ding eigentlich schon zusammengebaut hat, denkt sich an, weil sie. Sind die bescheuert? Das hat ja nicht viel Schrauben, ne? Das ist ja eigentlich so simpel aufgebaut, ne? Aber wir kriegen schon wieder hinten einen komplett falschen Kopf. Das ist so, bei der Kälte funktioniert der Kopf nicht richtig. Das ist einfach so. Immer wenn das, wenn wir eine Mütze an hätten, dann ging das glaube ich besser. Dann ist das ist unser Problem. Das sind einfach die Mützen hier in der Werkstatt, die fehlen. Genau. Das ist das Problem. Man hätte mit der Kopfwagen, dann wird vielleicht zwei, drei Chromosomen mal zünden, da oben den Kopf. Und dann aber wir sind ja schon froh damit so. Ja. So, also. Professioneller Zusammenbau 2.0 Fehlerbehebung. Wahnsinn, mein ganzer Mechaniker hat eine Diagnose an so einem Bürdel hier gemacht. Kevin, liegt ja noch ein Riesenunterschied zwischen Mechaniker und Ingenieur. Ja, der Ingenieur bin ich ja, das ist ja klar, aber trotzdem. Testo macht neuen Test. Gehört denn die. Das ist auch da. Schon wieder festgemacht, bisschen der Wetter. Ja, das hat trotzdem Spiel, das soll so sein. Aber Hauptsache gut gefettet. So, wir hatten eben was mit ja, professionell. Hat noch die eine Mutter gefehlt, aber ja. Nicht schlimm. Unser Kevin hat es wieder absolut mit seinem. Der kommt raus. Ja. Leute, guck mal, der rauskommt. Ich erstmal. Ja, Rödel, ey, das ist schön, dass da. Jetzt fahr doch mal dreimal drüber, hat doch nicht so viel Angst. Gleich will ich den ganzen Kurs für Jungen. Das finde ich immer so geil, dass der Kevin sein Auto immer als Versuchsobjekt zur Verfügung stellt. Und guck mal, wie schön das sich. Oder das ist durch. Der ganze Kurbel, der. Ist so rostet, die geht gleich. Durch ist nicht. Aber auch nicht weit davon entfernt. Und der Kevin, weiß ich, wird sich in einer Muße hingeben, dieses Auto so zu dufteln, dass wenn ich am Montag hier hinkomme, ich denke, da würde Frosch stehen. Oh, guck mal, der hat schon wieder geklickt drauf. Junge, da ist ja schon 3 cm. Einzel. Ey, da ziehst du richtig, wie das rausgeht. Das Warme kommt ja auch mit der Reibung. Du musst hin, her, einfach fahren. Der macht schon alles weg, was mit dahin gehört. Ah, die Folie hier ist auf jeden Fall nicht so prickelnd geworden. Schon alles gut. So, genauso bürtelt mal. So muss das aussehen. Und deine Lampe sitzt noch perfekt. Jetzt hast du ja die Kante gebürtelt. So, die Kante hast du jetzt mal umgelegt. Das ist mal das eine. Aber du willst ja den Kotflügel bürteln. Das heißt, du musst ein Stückchen weiter hoch. Du musst ja mehr Auflage fliegen. Also hier ist ganz klar. Das kann man ausmachen. Ja? Hier ist ganz klar, hier bist du schon gut raus. Mhm. Also hier hast du ein gutes Stück rausgezogen. Hinten würde ich tatsächlich noch ein
Aber hinten ist auch nicht so tragisch, weil da hast du keine Bewegung im Rad. Wenn man das jetzt mal so sieht, das hier ist, so sieht er aus auf der Seite. Und dann gehst du mal hier auf die Seite. Hinten ist jetzt nicht allzu viel, aber es reicht auf jeden Fall. Hinten haben wir sowieso nicht viel Probleme mit unseren Felgen. Hinten wollte ich so circa 2 cm Spurplatten fahren. Vorn dann ungefähr so 1 cm, anderthalb. Kotflügelbuchtel an sich ist jetzt kein Hexenwerk. Vorne war relativ easy, aber hinten ist auf jeden Fall sehr dick. Also da wird auf jeden Fall, je nachdem, was für ein Auto man hat oder jetzt keine Folie hier drüber hat, wird der Lack schon reißen, gell? Ein bisschen haben wir gezogen, sieht man hier in der Folie. An sich, hinten hatte ich jetzt sowieso nicht viel Probleme mit den Felgen gehabt. Eher war so vorne das Problem. An sich, Proportion passt jetzt eigentlich so weit, so gut. Ich würde sagen, wie gesagt, wenn ihr wirklich die Kotflügel dann bürtelt, dass euch einfach der Lack nicht wegreißt, gerade wenn der Stahl ein bisschen dicker ist, dann muss er ein bisschen mehr Gewalt anwenden. Aber an sich, ich sag mal so, für das Geld, Link ist in der Videobeschreibung, taugt das Ding schon was. Soweit ich von den Golffahrern immer höre, machen die das Ding, Golf 4 und so weiter, benutzen das Gefühl tagtäglich. Also das funktioniert auf den Kisten auch sehr gut. Wie gesagt, beim alten Benz hier ein bisschen dickeren Stahl, vor allen Dingen hinten, ist es natürlich schon ein bisschen krasser, aber an sich, es funktioniert. Ist jetzt auch direkt kein Hexenwerk. Wenn man es genau machen will, am besten einfach Flex holen, komplett Lack ab, komplett Planko machen, das Blech auch von innen nochmal, dann richtig erhitzen und dann kann man das schön geschmeidig ziehen. Das wäre jetzt so die nächste Variante. Vorne machen wir die Folierung alles nochmal neu. Soweit so gut. Stoßstange ist drauf. Kotflügel sind jetzt einigermaßen gebürtelt. Jetzt ist das Auto eigentlich soweit mal vorbereitet für, wie gesagt, Anfang, Mitte März, damit wir ungefähr dann für Ende März die Kiste hier stehen haben können und können dann halt hoch nach Deutschland die ganzen Treffen und. Haben wir so eine kleine Liste gemacht, könnt ihr auch gerne auf Instagram abchecken, wo wir überall hinfahren oder auch anfragen, falls ihr mitfahren wollt bei ein paar Touren, kein Thema. Ich würde sagen, lasst Like und Abo da und haut rein. Ciao!